Ist das gut oder kann das weg? Willkommen zu Fuchs und Bär, ist das gut oder kann das weg? Mit Martina und Björn. In dieser Folge auf dem Prüfstand Scout. Wo selbst deine Handkarten Kunststücke machen. Die stellen sich auf den Kopf. Deswegen. So, aber nun zu den Statistiken. Scout ist 2019 rausgekommen bei Oink Games von Kay Casino. In Deutsch ist es äh, 2021 rausgekommen äh, in einer multilingualen äh, Ausgabe. Das heißt, äh, Scout können wir jetzt alle spielen. Das Rating äh, bei BGG, also bei Boardgame Geek, ist eine 7,6. Das ist für ein kleines Kartenspiel schon ganz schön viel. Warte, ist das die Liste, wo Doomhaven auf Platz 1 ist? Nein, das ist keine Liste. Das Rating ist die. Ähm Sozusagen die Note, die man diesem Spiel gibt, von 1 bis 10. Da müssen verschieden viele Leute mitmachen und äh, dann wird daraus ein Mittelwert gebildet. Ah, so war das. Ne? Und 7,6 ist schon ganz schön nah an der 10. Ich habe mich schon gewundert, ich dachte, du hättest Gemälden vergessen. Nein. Ähm, die Schwierigkeit liegt hier bei 1,4 von 5. Äh, man kann es mit 2 bis 5 SpielerInnen spielen. Am besten, sagt die Community of BGG, ist es zu viert. Eine Partie dauert ungefähr 15 Minuten und das ganze Spiel ist ab neun Jahren. Jetzt, äh, wie oft wurde das gespielt? Es ist ein relativ kleines Kartenspiel und noch neu. Und schnell. All-Time All Place ist ähm, 3549 Mal. Diesen Monat allein 568 Mal. Im Besitz haben es nur 1300 Leute gelistet. Das wird bestimmt noch mehr. Und im Overall-Rank. Und das ist jetzt die Liste, wo Gloomhaven an Platz 1 ist. Ist dieses kleine Kartenspiel an Platz 2083? Ja, das, ähm, nein. Ich spiele das, will, dauert spiel noch das jetzt bisschen. nicht, ich habe noch nicht richtig aufgepasst, was du vorgelesen hast. Ja, was machen wir denn in Scout? Also, wir sind Zirkusdirektoren, die eine Truppe zusammenstellen und Aufführungen machen mit unseren Truppen. Und andere wollen unsere Meine Artisten abwerben. Meine Truppen sind Handkarten, oder? Sind Handkarten, genau. Die haben aber einfach nur die Zahlen von 1 bis 10. Ja. Aber da stehen Namen drauf. Hast du dir das mal angeguckt? Oh ja. Das ist ich. zum Beispiel Theresa. Und Theresa macht irgendwas mit einem Einrad. Einrad. Ja, okay. Das Thema kommt aber jetzt nicht so wirklich rüber, oder? Nein, aber ich finde, man kann das ganz gut mit dem Thema erklären. Hm. Denn. Ich versuche eine Show auf die Beine zu stellen. Ich habe eine bestimmte Art von Artisten auf der Hand, und das kommt immer darauf an, mit wie vielen Leuten ihr da spielt, wie viele Handkarten ihr habt. Und diese Artisten ist das, was ich sozusagen zur Verfügung habe, und ich versuche jetzt immer bessere oder auch einfach mal kleinere Vorstellungen zu machen. Denn ich habe ja auch in einem Zirkus mal habe ich eine kleine Clownnummer mit einem Clown und mal habe ich eine große Artistennummer mit sechs oder sieben Artisten. Und das ist genau das, was wir hier machen. Wir haben Karten und wir bilden mit diesen Karten entweder Folgen, also 1, 2, 3, 4 oder 1, 2 oder 5, 6 oder wie auch immer, oder wir haben Zwillinge, Drillinge, Vierlinge und so weiter, also gleiche Zahlen. Und sobald wir das haben, können wir damit eine Aufführung machen. Wir können ein Show machen. Wir können unsere Show darbieten. Und das ist das, was wir reihum machen. Wir nehmen unsere Karten, legen eine Show hin, derjenige, der dran ist, der erste darf das, wie er möchte, darf irgendwas hinlegen. Und ähm, dann geht es so weiter. Denn. Wir versuchen uns zu überbieten. Wir versuchen uns zu überbieten. Und es ist so, dass eine Folge immer mehr zählt, wenn sie mehr Karten hat als das, was vorher da liegt oder sie höher ist. Also 1, 2, 3 wird gestochen von 2, 3, 4. Also wenn ich eine Eins habe, ist das ein Clown, der eine Nummer macht. Und wenn genau. ich eine Zwei lege, der Nächste legt eine Zwei, das ist dann ein Sänger. Und der ist schon mal besser als der Clown. Es sei denn, man macht zwei Clowns, also zwei Einsen. Genau. Die werden dann besser als die. Zwei Clowns sind besser als ein Sänger. Was passiert mit den Karten, die ich jetzt quasi überboten habe? Das sind meine Punktekarten, denn alles, was ich... Überbiete mit meiner eigenen Show, darf ich zu mir nehmen, sozusagen in meinen Zirkus und die lege ich hin und das sind meine Punkte. Hm. Also, ich mache eine bessere Show als der, der vor mir und dann kriege ich die Punkte von dem. Was, wenn ich das nicht kann? Wenn du das nicht kannst, musst du versuchen, Artisten abzuwerben. Denn das bedeutet, du musst deine Hand verbessern und du kannst jetzt die Karten, die ausliegen, wenn wir zum Beispiel eine 1 und 2 haben, kann ich mir die 1 oder die 2 nehmen muss dafür aber demjenigen, der vorher die Show präsentiert hat, ein Punkteschip geben. Jetzt gibt es bei der Hand aber zwei Probleme. Ja. Also wobei ein Problem und ein 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 Alleinstellungsmerkmal. Genau, es sagen. gibt nämlich was Besonderes an diesem Spiel. Dieses Spiel hat die Karten hat verschiedene Nummern auf beiden Seiten der Karte. Also es gibt auch keine Farben. Es gibt nur 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Die sind zwar in verschiedenen Farben, aber das hat sonst nichts zu bedeuten. Und das Spannende ist hierbei, dass äh, ich darf die Reihenfolge nicht verändern. Ja. Ich darf Karten, wenn ich die nehme, dazustecken, wo ich will. Also dazwischen stecken, um halt neue Pärchen zu bilden oder die auszubauen oder Straßen zu erschaffen. Und ganz am Anfang darf ich einmal überlegen, auf welcher Seite ich meine Karten spiele. Denn einmal hat die Karte zum Beispiel eine 9 und eine 6 oder eine 7 und eine 1. Ja, das sind immer und, so Pärchenkarten. Und ich entscheide dann, wie rum ich meine Hand spiele, aber nur komplett. Also da darf ich auch nicht sagen, ach, die ersten drei Karten nehme ich so rum, dann stecke ich die wieder anders. Das bedeutet, in dem ganzen Spiel versuche ich meine Hand zu optimieren, um bessere Shows darbieten zu können. Und das ist wirklich... Ähm also, dass, dass man die Karten nicht anordnen kann, das haben wir schon mal gesehen in anderen Spielen. Ja, ne? Bonanza hat das zum Beispiel. Ja, oder Das ist immer ganz schwierig, weil der, das Erste, was man macht, normalerweise, wenn man eine Hand auf der Hand hat. Eine Hand auf der Hand hat? Eine Kartenhand? Eine ja. Kartenhand, sortiert man die. Das ja. also ist ganz schwierig, dass man das hier nicht darf. Das muss man auch immer direkt am Anfang sagen. Krass Karier hat das, glaube ich, auch. Ja. Ähm, ja, und hier kann ich dann einmal am Anfang entscheiden, einmal diese Entscheidung treffen, okay, gefällt mir die Hand so rum besser oder so rum besser. Die Karten sind immer links oben abgebildet, was ein bisschen schlecht für Linkshänder ist, habe ich mir sagen lassen. Ja. Aber ansonsten, ja, dann drehe ich entweder die Hand so rum und dann spiele ich damit. Und nehme mir Karten aus der Mitte, um meine Hand zu verbessern, gebe dann aber dem Gegner Siegpunkte oder ich spiele eine bessere Show. Genau. Wenn alle jetzt in einer Runde, also wenn ich es schaffe, eine solche Show hinzulegen, dass alle in der Runde mir meine Artisten abnehmen müssen, also eine Scout-Aktion auf meine Karten machen und sich von meiner Show Karten nehmen, dann ist das Spiel vorbei. Oder... Die Runde. Die Runde. Oder einer hat nach äh, seiner äh, Show-Aktion keine Karten mehr auf der Hand. Hm. Und dann gelten alle Karten, die ich noch auf der Hand habe als Minuspunkte und alle Karten, die ich vor mir liegen habe, die ich... Äh, abgeluxt habe sozusagen, wie bei abluxen also manchmal kommt einem das ein bisschen vor wie Abluchsen, ähm, dann äh, habe ich diese Punktekarten. Dazu habe ich ja noch die Punkteships, wenn äh, MitspielerInnen bei mir äh, Artisten abwerben. Und ich habe noch eine besondere Aktion. Einmal in der ganzen Runde darf ich ein Scout-Endshow machen. Hm. Das bedeutet, ich darf mir eine Karte nehmen und dann direkt eine Show legen. Also quasi ein Doppelzug einmal. Genau. Wenn man den nicht einsetzt, verfällt ja. Also genau, da kriegt man auch nichts für, wenn man den nicht einsetzt. Manchmal vergisst man den einfach, weil man immer darauf hofft, noch den perfekteren Moment für diesen Doppelzug zu finden. Ihr vergesst den. Ich habe den nie vergessen. Tja. <laughs> ja, überraschend einfache, sage ich mal, simple Karten, die man trotzdem in der Anordnung so noch nicht gesehen hat, auch mit diesem Kniff, die auf den Kopf zu stellen, nicht. Und habe ich mich gefühlt wie ein Artist der Shows aufführt, jetzt wo du das nochmal erzählt hast, schon so ein bisschen, ne? Also das Thema kommt so ein bisschen rüber. Also was ich jetzt interessant finde, ist, dass äh, wenn man es mit Leuten spielt, äh, am Anfang sehr wenig von, von, diesem, ähm, von, von diesem Thema rüberkommt, aber irgendwann gucken die Leute immer irgendwann auf Namen. Hm. Und fangen genau. an, mit den Namen zu arbeiten und sagen nicht, ich spiele 1, 2, 3, sondern sagen irgendwelche Namen dazu. Oder ich nehme mir mal die Tatjana. Und hier Oder ist sowas. Nikolas auf den Stelzen. Genau. Also, ich, ich glaube, das dauert einfach so ein bisschen. Oh, das ähm, ist beides mal Nikolas. Und der jongliert auf der einen Seite und hat die Stelzen auf der anderen Seite. Das hm. ist immer der gleiche Name. Ja, aber <laughs> es ist zwei verschiedene Zahlen und jede ja. Zahl steht ja für ein Gerät, was er benutzt. Genau. Also macht er einmal Trommeln, die Lisa, und einmal lässt er sich in der Kanone wegschießen. Okay. Ja. Ja, es ist so ein, so ein kleiner Decken für so ein kleines Spiel, wo könnte das Spiel in einem anderen Thema stattfinden? Also, ja, ich habe zwar am Anfang gesagt, von wegen das Thema kommt vielleicht nicht so rüber, aber eigentlich. Das sind Thema passt. Eigentlich sind die Mechaniken, ich muss mich da neu anordnen, jetzt wo ich wieder das im Gedächtnis mehr habe, ist schon ein bisschen länger her. Seitdem ich das letzte Mal gespielt habe, aber und ich bin alt, <laughs> aber äh, ja, doch. Also es ist, ist das Spiel, die Mechaniken sind eher auf dem Thema aufgebaut als umgekehrt. Also zumindest der Prozess hat sich fühlt sich für mich so an. Egal, man weiß nicht, wie es äh, erfunden wurde so, aber ja, doch, doch, doch. Erstaunlich. Hm. Ja. Deswegen macht das wahrscheinlich mir auch Spaß. Das zu spielen meinst du? Ja, mir macht das also für so ein abstraktes kleines Spiel das ist, äh, würde ich mitspielen. Ja, und es ist also es kombiniert halt viele ähm, Mechanismen, die man aus anderen Spielen kennt. Ähm, kombiniert die aber so neu, dass man nicht das Gefühl hat, irgendeinen Abklatsch zu spielen. Das stimmt. Das fühlt sich sehr sehr eigen an. Ne? Also es ist schon was eigenes mit in der kleinen Schachtel. Immer gut. Das muss man auch sagen. Ne? Die Oink games sind halt einfach immer so schön auch gepackt. Es ne? ist eine, eine so kleine Schachtel, in der ganz viele Punkteschips sind. Denn was wir noch nicht gesagt haben, ist, man spielt nicht nur eine Runde, sondern man spielt normalerweise vier, fünf Runden und, ähm, und zählt alle Plus- und Minuspunkte immer zusammen, wechselt seine Punkteschips aus und wer dann zum Schluss am wenigsten Punkte hat, verliert, wer am meisten Punkte hat, gewinnt. Es gibt eine Zweispielerregel. Ja, die Zweispielerregel. Haben wir die probiert? Ja, und haben ist ein bisschen schwammig formuliert an einer Stelle. Da muss man sich entscheiden, ob das eine geschlossene Ökonomie ist mit unseren so drei äh, Chips, die wir zur Verfügung haben in der Zweispieler-Variante, oder ob das eine offene ist und man kriegt immer mehr. Es macht aber keinen Sinn, eine offene zu haben. Also es wird schon so sein, dass man nur diese drei hat und keine mehr dazu bekommt. Und es fühlt sich an wie ein anderes Spiel. Ne? Ja, also äh, man muss sagen, dass normalerweise werden fast alle Karten verteilt. Also je nachdem, wie viele Leute mitspielen, werden unterschiedliche Karten rausgenommen. Die sind dann aber komplett weg. Also zum Beispiel alle Zehner beim Dreierspiel oder die Neun und Zehn, also die, die aller allerhöchste Karte, die es gibt, ist im Zweier- und im Viererspiel draus. Und sonst werden alle Karten verteilt. Im Zweierspiel ist das so, ähm, dass auch die Neun und Zehn wegkommt und dann werden aber ähm, die Karten gemischt und in zwei Stapel geteilt und mit dem einen spielt man die eine Runde, mit dem anderen Stapel spielt man die andere Runde. Das heißt, man weiß noch nicht mal, welche Karten vorkommen in dem Spiel. Und dann ist es so, dass die Scout-Aktion äh, muss bezahlt werden auf einmal und zwar nicht einfach, dass der nur einen Punkteschip aus der Mitte kriegt, wie es äh, im Multiplayer ist, sondern ich muss von meinen Scout-Chips einen abgeben. Und man bekommt am Anfang drei, und das ist das, was der Björn gerade meinte, es ist ein bisschen schwammig, ob diese drei bei den drei bleiben, also ich darf nur drei Scout-Aktionen überhaupt machen in der ganzen Runde, oder ob ich normal bezahlt werde, und das ist das mit der geschlossenen Ökonomie, ne? bekomme ich den Scout-Chip von meinem Gegner, ähm, was ja auch eigentlich logisch wäre. Aber da steht extra, dass man die in die Mitte legen soll. Deswegen ist das so ein bisschen, ja. Hm. Es, es ist deutlich anders zu spielen. Es ist äh, sehr taktisch. Wir empfehlen übrigens die Variante, es nicht zu zweit zu spielen, weil es ist ein bisschen schlechter, schlechter. tatsächlich. Ja, und es ist was ganz anderes. Ja. Also, äh, die, wenn die Co Community bei BGG sagt, am besten zu viert, der würde ich sogar folgen. Also zu fünf klappt das auch gut, zu dritt auch. Aber ich glaube, am meisten Spaß hat es mir bisher zu viert gemacht. Wenn du das sagst, ich, keine Ahnung, ich weiß nicht, ob mir das weniger Spaß machen würde zu mehr Leuten oder zu weniger Leuten, aber Hauptsache mehr als ein oder zwei Personen. Ein Solo kann man das nicht spielen. Das ja. steht auch gar nicht drauf. Also kann man schon, aber man hat bestimmt sehr wenig Freude daran und es gibt keine offiziellen Regeln. Ja. Hm. Ähm, kleines, schnelles Kartenspiel, irgendwie schon mit Thema und irgendwie gar nicht. Also wer das ohne Thema spielen will, kann das auch ohne Thema spielen. <laughs> Ja, 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 ja. Oder? Ja, doch, nee, aber ja, aber ich habe, wie gesagt, ich habe mich da am Anfang ein bisschen verritten und ich habe äh, das nicht mehr so im, im Kopf gehabt, aber ja, doch, es ist, eigentlich kommt viel Thema rüber. Für so ein kleines abstraktes Spiel finde ich schon, doch. Und das hat mir auch gefallen daran. Und wenn ich mir jetzt die Frage stelle. Ist das gut oder kann das weg? Ist das für mich tatsächlich eines, was bleibt? Es nimmt auch nicht so viel Platz weg. Das ist nicht der Grund. <laughs> Ich habe lieber gute Spiele. Ich habe wieder wenig gute Spiele, auch wenn die riesig groß sind. Das stimmt. Oder umgekehrt. Ähm, nee, nicht oder, um, nicht oder umgekehrt, sondern also lieber einige wenige gute Spiele als viele mittelmäßige oder schlechte Spiele. Und Scout ist eines der guten Spiele, die ich behalten würde, egal welche Größe es hat. Und ich freue mich, dass es so klein ist. Dann passt es noch irgendwo hin. Also auch für mich ist es ein ganz klares Bleiben-Scout. Äh, ich bin mir noch nicht so sicher, wie häufig ich es auf den Tisch bringen werde, ob es für mich ein Dauerabsacker wie zum Beispiel Abluxen wird. Aber ich könnte mir sehr gut vorstellen, weil es zugänglicher für mich ist als Abluxen, was für mich ein, ein, einer meiner typischen Absacker ist, dass Scout zum Beispiel für mich Abluxen ersetzen könnte. Könnte ich mir vorstellen. Da ich keine tiefe Verbindung zu Abluxen habe, wäre mir das tatsächlich äh, wurscht, ob ich jetzt Abluxen oder Scout spiele. Gerade würde ich eher Scout spielen wollen. Ja, weil es auch noch Thema hat. Okay, also dann, bis zum nächsten Mal. Wenn es wieder heißt, ist das gut? Oder kann das weg? Tschüss. Tschüss.